Ja, salut YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir zu viert. Es sind drei Leute vom Game Fruits Clan da und ja, ich heiße erstmal willkommen und ihr könnt uns ja dann gleich mal unser Thema vorstellen. Also, ich bin der Game Cherry von Game Fruits. Wir sind froh, hier sein zu dürfen bei dir als Gast. Das zweite Mal. Und wir haben uns heute als Thema sozusagen überlegt, was ist eigentlich das perfekte Alter, um zu zocken, weil meistens ist man zu jung oder eben zu alt. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Alter für die zu jung. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel eine Reihe nehmen, jetzt mal die berühmteste Shooter-Reihe COD, da hätten wir zum Beispiel, wenn wir in die Lobby gehen und da haben einfach ihr Headset an, wenn man fast nur kleine Kinder oder 10 oder 11-Jährige, wir sagen jetzt nicht, dass wir große Kinder oder halt groß sind sozusagen, aber wir sind glaube ich jetzt mal aus dem Alter herausgewachsen und wir haben jetzt auch nicht glaube ich so eine hohe Stimme wie manche andere. Also natürlich sind wir jetzt auch nicht die Ältesten, wir sind ja, die sind 14, ich bin 13, das ist natürlich auch nicht so, dass wir die Ältesten sind, aber ich denke jetzt nicht, dass wir die Jüngsten sind, weil es gibt ja noch Jüngere, also dieses Alter 10, 11, so finde ich ein bisschen zu viel zu zocken. Ja, stimmt, also, ja, also, die meisten sind ja so zwischen 13 und 18, die Call of Duty oder Battlefield spielen. Aber ihr habt schon recht, wenn man, die meisten sind halt dann, wo man dann immer sagt, die kleinen Kiddies. Und ja, wie gesagt, wie ihr schon vorhin gesagt habt, vor dem Commentary, wenn man halt schon älter ist als 18, dann heißt es immer, ja, der hat kein Leben oder so, der zockt den ganzen Tag und ja, also. Das ist ja das Problem, aber ich finde, die oberste Grenze, was man noch zocken sollte, ist dann irgendwie so spätestens 28 oder so. Das ist eigentlich, wenn man da noch zockt, ist es schon irgendwie komisch, aber ich meine, die Spiele sind ja sowieso ab 18, aber ich finde, mit 30 oder so da noch zocken, wenn es jemand mag, ist es ja dann kein Problem. Wenn es Spaß macht, kannst du es ja machen. Kann ich auch keiner abhalten, weil du ja volljährig bist. Also, aber zum Beispiel jetzt, wenn es um solche Spiele geht, hier 18, nicht wie Call of Duty, sondern eher so GTA 4, solche anderen Spiele halt, dann finde ich eigentlich, dass die Altersbegrenzung da so unnötig ist, weil es spielt eigentlich eh jeder Spiele ab 18. Das ist eigentlich eh total unnötig, weil ich glaube, dass jede Mutter ihrem Kind das Spiel ab 18 kauft, nur weil es unbedingt haben will. Und wenn nicht, dann geht es einfach in den Laden, fragt eine Person und die kauft es einem dann. Also so ist es heutzutage ja nicht. Ja, stimmt schon. Also muss ich auch euch recht geben, also es ist einfach so, die Altersbegrenzungen sind auch eigentlich wirklich überflüssig, die sollten eigentlich nur darauf hinweisen, wie es eigentlich früher war, weil ich sag mal so, wenn einer das Spiel wirklich will, dann bekommt das auch, egal auf welchem Weg, und ja, also man kommt an die Spiele ran, also ist diese harte harte Einstufung halt total überflüssig. Besonders in Deutschland wird eh alles rausgeschnitten, was total überflüssig ist. Ja, ich finde auch, also wenn man, die sind ja eh schon total streng mit 18, 16. Wenn man dann schon 18 ist, dann noch irgendwie Uncut-Spiele zu machen, ist eigentlich wirklich unnötig. Ja, also stimmt auch komplett und ich meine, es ist einfach so, es wird auch viel zu überbewertet. Also es gibt auch zum Beispiel irgendwelche Rennspiele, die dann ab 16 sind, wo man überhaupt nicht versteht, wieso die jetzt ab 16 sind. Die können genauso gut ab 0 Jahren sein. Also das ist total bescheuert, ganz ehrlich. Ja, also ich finde auch, wenn man schon eben die Spiele ab 18 macht, sollte man sich, oder 16, sollte man sich überlegen, ob das wirklich so schlimm ist. Wrestling ist ja auch ab 16, das ist, also du magst ja Wrestling, das verstehe ich schon. Aber wie du schon sagst, irgendwie Autorennspiele, die ab 16 sind, weil man manchmal so einen Crash sieht, finde ich jetzt auch total bescheuert. Ja. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel das absurdeste Beispiel nehmen, Skate. Skate ist ab 12 und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas Besonderes vorkommt, was gewalttätig ist, oder so. Es kann das sicher auch welche unter 12 spielen. Ja, außer da gibt halt manche solche Modi bei Skate, wo du die meisten Knochen brechen musst,
muss und dann noch irgendwie dann spritzt das Blut aus dem und dem Eck raus und das alles. Ja. Also gut, es ist klar nachvollziehbar, dass das Spiel ab 18 ist, wenn man in dem Spiel töten kann. Aber dass man grundlos irgendwelche Spiele ab 16 macht, verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, es ist eh komplett überbewertet. Weil man kommt an die Spiele ran, egal wie alt man ist, wenn man es unbedingt will, dann bekommt man die auch. Und ja. Was ist so am Ende so das vom Gameplay, was ist so euer Fazit? Wann man spielen sollte, bis wann man spielen sollte und wann ist euer Einstiegsalter sozusagen? Ja, also anfangen würde ich ja, mit 10, 11 Jahren, aber dann nicht gleich so Shooter-Games, sondern eher halt solche normalen Spiele wie Skate oder sowas. Und dann halt ab 14, so ab der Pubertät, dann kann man schon anfangen mit Call of Duty und den ganzen Schmarrn und dann ist ja eh schon wurscht. Irgendwann fängt es auch noch eine Strategiespiel an. Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Wir bedanken uns. Und dann bedanke ich mich auch hier an der Stelle noch beim Pure Predator für das Gameplay. Und dann verabschiede ich mich bei euch und sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.